Hey Leute, willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Letztes Mal haben wir hier aufgehört und ein bisschen Fleisch gebraten. Lag. Und deshalb haben wir jetzt 56 gebratenes Fleisch. Sehr gut. Wir verziehen uns jetzt mal zu Onas Hof rüber zu den Söldnern. Und ich kann euch noch erzählen, ich habe hier für Gothic 2 ein paar Mods installiert. Also keine Texture Patches oder sowas. Und auch keine anderen Patches, sondern nur so Mods zum Spielen einfach. Und ich hoffe, dass das nicht irgendwie hier das Spiel beeinflusst, aber ich glaube, das dürfte nicht möglich sein. Ich habe jetzt jedenfalls rausgefunden, wie ich die Cutscenes aus dem Spiel kriege und aufnehmen kann und so. Oder nicht aufnehmen kann, sondern rausschneiden und konvertieren. Und werde die jetzt alle bei Gothic 2 reinschneiden. Und deshalb kann ich jetzt auch wieder aufnehmen, weil ich jetzt eine Möglichkeit gefunden habe. Und bis ihr das hört, ist das eh schon lange hochgeladen, deshalb ist diese Ankündigung sowas von sinnlos. Ich wollte eigentlich auch nochmal alle Gothic 1 Videos mit den Cutscenes zusammenschneiden, dass ihr nicht auf die Sprechblase drücken müsst. Aber ich habe da ein Problem, das wegen dem es irgendwie nicht möglich ist. Und zwar, ich habe die Videos natürlich schon lange gelöscht, also die Let's Play Videos. Musste die jetzt nochmal aus YouTube runterladen. Und wollte sie dann mit den Cutscenes zusammenschneiden, aber es ist irgendwie nicht möglich. Da spackt irgendwie mein Windows Movie Maker ab und zeigt nur einen schwarzen Bildschirm. Und ich schaue mal, ob ich das noch irgendwie hinkriege, aber notfalls lade ich es halt nicht nochmal neu hoch. Also mal schauen, wie ich das am besten mache. Auf jeden Fall, jetzt sind wir bei Onas Hof und reden erstmal hier mit dem ersten Söldner, hey, den wir gar nicht kennen. Der heißt Fester. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich es überlebe. Verstehst du was vom Kämpfen? Mit dem Schwert bin ich ganz okay, aber mit dem Bogen bin ich richtig gut. Warum fragst du? Na, könntest du mir was beibringen? Oh, nee. Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Moment. Ich speichere mal schnell ab. Oh. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass es so lange speichert, weil bei den Mods speichert es nur ganz kurz, weil die nicht so groß sind. Ich bin allgemein nichts mehr gewohnt von Gothic 2. Ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt. Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Ich will bei euch mitmachen. Ach, so sieht die Sache aus. Du willst beweisen, was du drauf hast. Na gut, lass uns die Viecher gemeinsam angreifen. Verschmitzt. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Du könntest nochmal zum Hof gehen. Warum denn? Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Ja, auf geht's. Ich folge dir einfach. Folge dir da lang, wo auch immer du hinspurtest. Will ich da auch so komisch laufen? Zickzackkross. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ah, ich stehe voll im Weg. Okay, okay, ich geh weg. Oh, da kommt's schon. Alarm! Alarm! Hey! Ich krieg gar keine Erfahrungspunkte. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Voll aufs Maul. Ein Mist viel weniger. Meine Erfahrungspunkte, du Arsch. Ich stehe auf dem Felsen rum und guck ihm zu und alles laggt. Und jetzt geht's wieder. Mann, diese Lags sind ja echt nervtötend. Oh, ein Bogen. Na los, triff doch mal, mit dem Bogen bist du richtig gut. Ja, du mich. Ein Mist viel weniger. Du Arsch, ich wollte auch Erfahrung. Oh, was für ein Schwert. Ich sammle hier gleich alles ein. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Warte mal. So, jetzt sprechen wir am besten gleich an. Was ist mit unserer Abmachung? Tja, ich könnte dir schon helfen, bei uns aufgenommen zu werden. Aber ich werde es nicht tun. Und warum nicht? Wenn ich allen erzähle, dass du mir geholfen hast, brummen sie mir eine neue Aufgabe auf. Du verstehst doch, dass ich darauf keine Lust habe, oder? Tja, Pech gehabt, Junge. Du findest bestimmt einen anderen, der dir hilft. Also, hey, so leicht geht's, so leicht kommst du mir nicht davon, Kleiner.
Ewiges Speichern wieder mal. Ja, so leicht lasse ich mich hier nicht verarschen, klar. Warte mal. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. Denkst du nicht wirklich, dass du gewinnen kannst, du Anfänger? Du kämpfst ja sauschwach. Ich meine, okay. Hallo? Au! Ah, okay, nochmal laden. Ich meine, okay, wenn er mich einmal trifft, ist natürlich mein ganzes Leben weg. Und jetzt war ich mal wieder so blöd und habe im falschen Moment abgeblockt. Aber wenn du mich nicht triffst, dann hast du keine Chance. Also nochmal. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Trachtprügel. Mann. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. Dummer Schwärzi-Fail. Komm doch her. Wenn er anstürmt, kann ich problemlos zuschlagen. Au. Au. Gott, bin ich schlecht. Stirb, Mistkerl. So. Klauen wir ihm sein ganzes Zeug. Erledigt. Ist klar. So, und dann... Oh, noch ein Bogen. Und ein grobes Kriegsbeil. Tja, tut mir leid, Kumpel. Wieso habe ich jetzt den Bogen erst jetzt mitnehmen können? Vielleicht hat er ja zwei. Irgendwie. Nichts zu plündern. Okay, jetzt hat er keinen mehr. So, jetzt nehmen wir hier erstmal dieses komische Nest aus. Eine rostige Axt, jede Menge Gold, irgendwelche sinnlosen... Oh Mann, mein Kopf. Oh Mann, dein Kopf. Warte mal. Warte mal. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Nochmal draufhauen. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Was zum Teufel willst du schon wieder von mir? Dich hauen. Ich wollte dich einfach mal wieder am Dreck liegen sehen. So. Tja, du hast nicht mehr deine Waffe ziehen können, aber danke für diese Ast. Für diese Ast. Perfekt, diese Ast. Danke für deinen komischen Knüppel da. Oh, ein Ring. Cool. Kann ich aber nicht brauchen. Kann man weder anlegen, noch kann man ihn dem Halvor-Typen verkaufen. Hey, was ist das für ein toller Trank hier? Oh, geil. Jetzt haben wir 23 Geschick. Prost. Cool, dass hier da bei so einer Quest einfach mal noch so ein Trank der Geschicklichkeit mit rumliegt. Das finde ich echt cool. Sowas kann man immer brauchen. Ich mag solche Tränke, die sind echt sehr nützlich. Oh, seht euch mal diese Blutspur an hier. Sieht ja fast aus, als wäre von den Welträumern geschlachtet worden. Oh, naja, ist er ja nicht. Hey, da ist der Bogen. Auch nur so ein billiger Kurzbogen. Apropos, wie viel Geschick habe ich? Wie viel brauche ich? Zwei. Ich brauche noch zwei Geschick. Gut, ich brauche noch sieben Geschick, dann kann ich alle Leute mit Taschendiebstahl bestehen später. Aber hier, jetzt sprechen wir nochmal kurz an. Warte mal. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Das wollte ich nur hören, mehr nicht. Tschüss. Jetzt läuft er auch noch in die falsche Richtung. So ein Idiot. Gut, okay. Weiter zu Onas Hof. Was ist das da? Das ist Sentenza, von dem hat uns Basti ja erzählt. Was schon eine Weile her ist. Und er will Gold von uns. Und ich könnte entweder versuchen, mit ihm zu kämpfen, aber ich habe kaum eine Chance. Oder ich könnte ihm das Gold geben, dann stimmt er für mich. Wenn ich ihn besiege, stimmt er nicht für mich. Oder wenn ich ihn bekämpfe oder so. Außerdem nimmt er mir alles Gold ab, wenn ich verliere. Also geben wir ihm einfach das bisschen Kohle, dann stimmt er ja für uns. Wo willst du hin? Hä? Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Ja. Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Coole Rüstung. Wie du willst. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Gold. Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle, so wie ich. Ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll hier. Ich durfte nicht... Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Ich wurde nicht mal gefragt. Hey, ich darf dich ja wohl nochmal ansprechen. So. Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Wegzoll gezahlt. Ja, wenn ich ihm Musik sagt, er bis auf dich und grinst, aber er will dann nicht mehr für uns stimmen. Ich bin gekommen, um euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Beiläufig. Sollst du mir deine Stimme geben?
Aber warum denn nicht? 50 Goldstücke sind doch ein fairer Preis für eine Stimme, denkst du nicht? Rück mein Gold wieder raus. Entspann dich. Ich pass doch nur ein bisschen darauf auf. Na, dann behalt's halt. Ich könnte dir auch noch sagen, sag mal, ist das ein Gesicht oder ein Hintern da vorne in deinem Kopf? Dann wird es wieder aggro und dann gibt's Schlägerei. Aber das machen wir jetzt nicht, denn wir wollen uns mit diesem Kerl gar nicht prügeln. Der ist etwas zu gefährlich. Da steht schon der